Die Unwägbarkeiten des Lebens laden uns ein, sich von einer statischen Lebensweise zu trennen. Vieles Festgefügte bricht zurzeit zusammen und so erleben wir seit Monaten ein Nebeneinander von Widersprüchlichem. Dabei bilden sich Grenzräume zwischen verschiedenen Wahrheiten. Und ich werde daran erinnert, wie Jesus gelebt hat. Irgendwo zwischen Himmel und Erde angesiedelt, befand er sich ebenso in einer Art Grenzraum, umgeben von verschiedensten Machtsystemen, diversen sozialen Geschichten, Frauen und Männern, Sündern und Ehrbaren, Kranken und Gesunden, Hoffnungsvollen und Hoffnungslosen, Armen und Reichen. Sein Leben ließ sich nur schwer ein- und zuordnen. Er weckte Hoffnung, enttäuschte, tauchte auf und wieder ab. Er wurde gehasst und geliebt. Jesus hielt sich im Grenzraum auf, weil er nicht einseitig dachte und fühlte, und so konnte er sich frei zwischen den verschiedenen Zonen, den Lebensbereichen, Meinungen und Haltungen bewegen, die oft einander widersprachen. Diese Lebensform könnte man auch als flüssig, als transparent bezeichnen. Eben Zustände, die es erlauben, den Möglichkeiten nachzugehen, die überall ad hoc auftreten. So berichten die Evangelien darüber, dass es immer wieder dort zu überraschenden Ereignissen kam und sich Situationen veränderten, wo Jesus auftauchte. Er erstaunte die Menschen, weil sie sein Handeln nicht einordnen konnten. Kommt, lasst alles stehen und folgt mir nach, ruft er zum Beispiel den Fischern zu. Feste Strukturen und Gewohnheiten zu hinterlassen und sich plötzlich in ganz anderen Kontexten wiederzufinden, ist ein radikaler Perspektivwechsel. Und Jesus lud die Menschen immer wieder genau dazu ein. Er entließ sie in ein freies, weites Leben. Ihm ging es nicht darum, den Menschen fertige Rezepte für vorgegebene Ziele zu repräsentieren. Das erzeugte natürlich Angst, denn zur damaligen Zeit war es kein Thema, so tiefgehend über das eigene Leben nachzudenken und schon gar nicht eigene Entscheidungen zu treffen, denn der Lebensweg war festgelegt. Doch Jesus lädt die Menschen permanent in Unbekanntes ein. Mir kommt dabei die Frau in den Sinn, die des Ehebruchs bezichtigt wird. Die Herbeigelaufenen wollen sie deshalb steinigen. Jesus aber interessiert sich gar nicht für die Sünden der Frau, sondern für die der Ankläger. Diese Fokusverschiebung bringt alles Statische ins Wanken und ein Grenzraum öffnet sich, der undenkbaren Platz macht. Wer keine Sünden hat, der werfe den ersten Stein, ruft Jesus. Daraufhin schweigen. Der Aufruhr erstirbt in Sekunden und alle verschwinden wieder. Jesus entlässt die Menschen in die Freiheit und ermöglicht es so, dass sie anders wahrnehmen, anders entscheiden. Hinter dieser Freiheit, die Jesus hier vorlebt, steht ein Glaube, der nicht starr und fanatisch ist. Ihm geht es darum, den Menschen ein weites Feld von Möglichkeiten zu öffnen, die das Herz in Bewegung setzen. Wir halten häufig am Bekannten, am Vertrauten fest. Ein Teil davon löst sich ja gerade vor unseren Augen. Das können wir beklagen oder uns für Neues öffnen. Für Jesus war Veränderung, Verwandlung wichtig. Und natürlich hat er damit auch die Hoffnung vieler Menschen enttäuscht. Doch er wollte absolut keine religiöse und auch keine politische Kontrolle und schon gar nicht den Status quo. Immer wieder berührten die Frauen ihn besonders und wenn sie sich ihm näherten, ließ er sie gewähren. Unvorstellbar zur damaligen Zeit, denn Frauen existierten nicht wirklich, so unbedeutend waren sie. Doch er schenkte ihnen Aufmerksamkeit, war er tief bewegt von ihnen. Warum? Ich denke, weil Jesus spürte, dass diese Frauen einen inneren Weg gingen und etwas von dem lebten, wovon er selbst überzeugt war und predigte. Und so waren sie lebendige Zeugnisse jener inneren Wandlung, die für Jesus entscheidend war. Und er genoss es, deshalb mit ihnen verbunden zu sein. Vielleicht merken wir hier, dass sich das Leben noch um ganz andere Sachen drehen kann, als lediglich um Fertiges und Finales und den Erhalt all dessen. Sondern dass es vielmehr darauf ankommt, sich im Fluss zu befinden, zu dem hin, was das Leben uns schenken möchte. Jesus hat genau das gelebt. Das Evangelium der Maria Magdalena spricht von genau dieser Art der inneren Erkenntnis.
Es wurde vom Konzil von Nicea 325 vor Christus aus dem Kanon der Evangelien herausgenommen, weil es eine ganz andere Metaphysik des Imaginalen, der Offenheit beschreibt, als die Kirche es vertrat. Die Erkenntnis prophetischer und visionärer Art, die dieses Evangelium in sich trägt, weckt etwas in uns, das den Zugang zu jenem Zwischenreich gewährt, in dem sich die Begegnung zwischen Gott und Mensch ereignet. Das aber ist viel mehr als ein Weg des bloßen Handelns und der Moral, auf den das Christentum sich so oft selbst reduzierte. So lesen wir im Evangelium der Maria Magdalena an einer Stelle: Alles geht zu seinen Wurzeln zurück. Die Materie wird zu den Ursprüngen der Materie zurückkehren. Maria spricht hier nicht von der Rückkehr zu irgendeinem Paradies oder verlorenem Bewusstseinszustand, sondern vom Erwachen zu jener Dimension des Seins, die uns in jedem Augenblick die Möglichkeit zu existieren gibt und dafür sorgt, dass da etwas ist anstelle von nichts. Alles geht zu seinen Wurzeln zurück. Die Materie wird zu den Ursprüngen der Materie zurückkehren. Zu erwachen und zurückzufinden zu unseren Wurzeln, zum Ursprung unseres Seins, das wünsche ich uns allen. Und dabei eine Verbundenheit zu erleben inmitten einer unverbundenen Zeit.